Was passierte eigentlich mit den Heiligtümern des Todes nach der Harry Potter Saga? Das und vieles mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werde ich mit dir über die sagenumwobenen Heiligtümer des Todes sprechen. Den Elderstab, den Unsichtbarkeitsumhang und den Stein der Auferstehung. Genauer gesagt werde ich darüber sprechen, was mit jedem dieser Heiligtümer nach der Schlacht von Hogwarts passiert ist. Die drei Heiligtümer des Todes sind natürlich sagenumwogene magische Artefakte, die mit der Geschichte der drei Peverell-Brüder, Antioch, Cadmus und Ignotus zusammenhängen. Die Handlung dreht sich um die drei Zaubererbrüder und ihre Fähigkeit, den Tod für eine kurze Zeit zu überlisten. Nachdem sie den Tod besiegt haben, werden sie von einer Personifikation des Todes unter dem Vorwand, ihnen zu gratulieren, mit drei Geschenken bedacht. Den Elderstab, den Auferstehungsstein und den Unsichtbarkeitsumhang. Kurz gesagt, jeder Bruder wählte eines der Geschenke, der ihm der Tod überreichte. Ignotus, der jüngste Bruder, entschied sich für den Unsichtbarkeitsumhang. Cadmus, der mittlere Bruder, entschied sich für den Stein der Auferstehung. Und Antioch, der älteste, für den Elderstab. Aus der Saga von den drei Brüdern. Es waren einmal drei Brüder, die in der Dämmerung auf einer einsam gewundenen Straße unterwegs waren. Irgendwann erreichten die Brüder einen Fluss, der zu tief war, um ihn zu durchwachten, und zu gefährlich, um ihn zu durchschwimmen. Doch die Brüder waren der magischen Künste kundig, und so schwenkten sie einfach ihre Zauberstäbe und ließen eine Brücke über das tückische Wasser erscheinen. Als sie die Brücke halb überquert hatten, versperrte ihnen eine Kapuzengestalt den Weg, und der Tod sprach zu ihnen. Er war wütend, dass man ihn um drei neue Opfer betrogen hatte, denn normalerweise ertranken die Reisenden im Fluss. Aber der Tod war schlau. Er gab vor, den drei Brüdern zu gratulieren und sagte, dass jeder von ihnen einen Preis dafür verdient habe, dass er so klug gewesen sei, ihm zu entkommen. Diese drei Gegenstände spielen in der Geschichte von Harry Potter eine wichtige Rolle. Der Unsichtbarkeitsumhang ermöglichte es Harry bei zahlreichen Gelegenheiten, Schwierigkeiten zu entkommen. Der Stein der Auferstehung ermöglichte es Harry, mit den Schatten verlorener geliebter Menschen zu kommunizieren. Und der Elderstab ist nun ja einer der wichtigsten Handlungsfaktoren für die Harry Potter Geschichte. Wenn man bedenkt, dass jedes dieser Artefakte ungeheuer mächtig ist, fragt man sich vielleicht, was aus ihnen nach der Schlacht von Hogwarts geworden ist. Was geschah mit ihnen, nachdem sie ihre Rolle in der Geschichte gespielt hatten? Zuerst zum Elderstab. Das Schicksal des Elderstabs hängt davon ab, ob man sich an das Buch oder den Film hält. Im Film zerbricht Harry den Stab einfach, um sicherzustellen, dass seine Kräfte nie wieder für das Böse eingesetzt werden können. Diese Entscheidung war jedoch bei den Fans sehr unbeliebt und steht in völligem Widerspruch zu den Ereignissen im Buch. Im Buch sagt Harry zu Dumbledores Porträt, dass er den Zauberstab in Dumbledores Gruft zur Ruhe legen wird. Ich lege den Elderstab zurück dorthin, wo er hergekommen ist, sagte er zu Dumbledore, der ihn mit großer Zuneigung und Bewunderung beobachtete. Er kann dort bleiben. Wenn ich eines natürlichen Todes sterbe wie Ignotus, wird seine Macht gebrochen sein, nicht wahr? Der vorherige Meister wird nie besiegt worden sein. Das wird das Ende sein. Und das gilt auch für den Elderstab. Wenn wir uns an den bestehenden Kanon halten, dann scheint es, als wäre der Stab einfach dort geblieben. Nun zu dem Stein. Das letzte Mal sahen wir den Stein im verbotenen Wald, als Harry ihn benutzte, um Bilder von seiner Mutter, seinem Vater und anderen zu erzeugen. Während man früher glaubte, dass der Stein die Toten zurückbringen kann, bringt er in Wirklichkeit nur einen Schatten dieser Menschen zurück. Es wurde geäußert, dass die erzeugten Schatten weniger haltbar sind als lebende Körper, aber vielmehr als Geister. In einer eher animalischen Weise lässt Harry den Stein einfach im Wald fallen und sein Verbleib ist bis heute unbekannt. Der Stein der Auferstehung entglitt seinen gefühllosen Fingern und aus den Augenwinkeln sah er, wie seine Eltern Sirius und Lupin verschwanden, als er in den Feuerschein hinaustrat. Die Sache war die, dass Harry kein Interesse mehr daran hatte, den Stein zu behalten, und für den einen Passanten wäre es nur ein weiterer Stein auf dem Waldboden gewesen. Laut einem Interview mit J.K. Rowling wurde der Stein schließlich von einem Zentauren zertreten und weiter in den Boden eingegraben. Damit sind der Zauberstab und der Stein geklärt, aber was ist mit dem Umhang? Was den Umhang betrifft, nun, er blieb einfach in Harrys Besitz. Harry hatte nie das Gefühl, dass die Existenz des Umhangs eine große Bedeutung darstellte, also sah er sich nicht gezwungen, ihn zu zerstören oder zu verstecken. Tatsächlich war der Umhang ein Erbstück der Familie Potter
und er hat ihn wahrscheinlich nach seinem Tod an seinen Sohn weitergegeben. Das war es auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, lass es mich bitte gerne in den Kommentaren wissen. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.